Recht herzlich willkommen zur 52. Folge von Europa Universalis 4 mit Frankreich. Ja, wir sind im Krieg mit der Provence. Ich hatte letztes Mal noch nach dem Problem gesucht, dass ich die Kolonisierung nicht vorbeibringen kann. Ist aber auch ganz einfach. Ich kann sie auch gar nicht vorbeibringen, weil meine Reichweite einfach zu gering ist. 158 von 50 bis hierhin. Hier unten ist es doch 178, also das reicht nicht. Da kann ich gar nicht kolonisieren. Das geht nicht. Hier geht auch irgendwie nicht, oder doch? Doch. Nee, das ist noch nicht möglich. Schade. Jetzt müsste ich nur gucken, ob ich mit dieser Truppe da einmarschieren kann und dann was möglich ist. Aber ich glaube, auch das ist nicht möglich. So, jetzt machen wir hier noch das, dass wir hier die Flotte von der Provence angreifen. Die haben 4 Schiffe, ich habe 5, ich habe noch 1 im Hafen, das ziehe ich gleich danach. Dann haben wir eine kleine Überzahl und ich will hoffen, dass das positiv wird. Was haben wir denn hier noch? Das ist Neapel, okay. Sieht fast aus so die Flagge wie uns, aber ist ein kleiner Unterschied drin. Gut, aber ich sehe gerade, wir haben noch eine ganze Pause drin, die müssen wir natürlich auch rausnehmen, sonst geht es nicht voran, ne? Was haben wir da noch für eine Geschichte? Portugal erbittet man mit jetzt mal. Na, das akzeptieren wir mal. In der Hoffnung, dass es irgendwie klappt. Ja, das hätte ich gerne gehabt und kann man gerade nicht verbinden. Okay, ich will mal hoffen, dass das funktioniert. Unsere Truppen hier, na, die marschieren ja da ein. Okay, sieht jetzt gerade nicht gut aus. 4 zu 3, wir haben ein Schiff verloren, aber die auch. Okay, was ist das? Achso, das ist Diplomaten abberufen. Österreich, okay. Hat Militärzugang aufgekündigt. Ah, das hier klappt jetzt wohl. Wir haben die Schlacht gewonnen. So, und hier geht aber nichts. So, kann ich denn mit denen nach da zum Beispiel? Nein, kann ich nicht. Kann ich nach da? Nein, kann ich auch nicht. Das kann ich jetzt aber zusammenlegen. Und kann ich da irgendwo hin? Nein. Geht nichts. Kann ich auch nicht. Kann ich auch nicht. Portugal würde auch nicht gehen. Ja, irgendwie funktioniert das alle nicht, was ich vorhab, ne? Das ist die Provence. Kann ich hier unten irgendwo anlanden? Da ist wahrscheinlich die Reichweite schon so groß. Gut, das funktioniert nicht, was ich vorhab. Dann machen wir das mal so. Da geht nix. Ja, wenn ich jetzt müsste. Krieg heimkehren wäre eine Lösung, ist klar. Irgendwie, weiß ich nicht. Hier ist doch noch was, aber das kann ich doch was entdecken, aber das geht gerade nicht aktiv. Haben wir die Möglichkeit, noch Truppen auszuheben? Wir haben gerade 17 Taler da oben. 14, 14, gibt es irgendwas? Ne, kann ich also auch da ausheben. Mach das mal weg. Okay, die tue ich auch abberufen. Gehen wir mal nach da. Die Truppe schicken wir zu der. Piraten kann man ja. Da kann ich auch hinfahren. Was ist das hier? Gehört Castille. Und das hier gehört Portugal. Kann ich aber auch nichts anfangen.
Irgendwie komme ich mit meiner Flotte nicht weiter. Lass mal ein bisschen weit hoch. Was ist das? Belagerung von Ile-de-France. Jetzt sind wir mit 70% zurück. Das ist ja krass, oder? Eben plus 3 und jetzt 70%. Können wir dann Frieden schließen jetzt erstmal. Hierum geht's. Machen wir gerade Pause rein. Ich muss irgendwie einen Frieden hinkriegen eigentlich, ne? Da ist noch was, Kriegsreparationen bezahlen, aber das nützt uns auch nichts. Wir können die Niederlage eingestellt. Was ist das für ein Land? Das wäre das noch. Toulouse. Toulouse wollen sie gar nicht erst haben. Na, da müsste ich Toulouse mitgeben. Aber das wird dann alles schon zu wie. Orléans ja noch. Ich krieg keinen Frieden damit hin, also lassen wir das. Ja. Ich habe irgendwie aber auch keine Chance gegen die, weil die 13 Truppen haben. Ich habe 2. Ich bin total ausgeblutet. Ja. Irgendwie keine Chance, ne? Wo sind denn jetzt unsere Schiffe? Oder ist unser Schiff? Ist das, war das unser Schiff hier, was da gerade... Ja? Achso, das fuhr im Kreis. Ja. Kann ich die Schiffe... Fahren wir mal zur Goldküste runter. Gucken, ob wir da irgendwas machen können. Aber ich habe da die Vermutung, da geht nichts. Mein König, Loyalität und Provence besetzt. Sie kontrollieren die Provence, Provinz. Ja, was soll ich da jetzt machen? Ne? Können die mit mir... Frieden erzwingen? Geht nix. Ja, das ist ja irgendwie jetzt gerade nicht so dolle, ne? Was ist mit denen? Na, ja, da geht gerade jetzt nix, ne? Sind schon ins Exil gegangen. Ich schätze mal, wir haben da irgendwie gar keine Chance jetzt gegen die. Jetzt haben wir die werden ja auch noch verloren. Na, wir können nur ein Friedensangebot zurzeit abwarten, glaube ich. Ein bedeutender Mann ist noch gestorben. Tarnen wird bald fällig. Waffenruhe. Kämpfte Nachfolge. Ja, da kann ich nichts machen, ne? Darlehen, das kann ich wahrscheinlich noch nicht mehr abbezahlen. Ne, wir haben jetzt so ein Minus. Wie sieht's hier aus? Dauert noch. Und das. Bourbon hier besetzt. Alles gut. Tja. Da wird sich auch nichts ändern. Hm. Die Sense. Wir haben jetzt nur 12, aber... Pff. Wer ist das? Ah, das ist unser Verbündeter eigentlich, ne? Was jetzt? Das nächste, die kontrollieren gleich alles. Und ich kann da nicht ganz viel gegen tun. Ich habe keine finanziellen Möglichkeiten, gar nichts. Bin ja schon unten an der Goldküste angekommen. Ja,
Da geht auch nichts. Neue Einheiten ausheben. Ich nehme mal die Kogge da weg. Achso, daneben ist der Fall. Okay. So, was ist das? Das ist die Kogge. Da steht doch groß auswählen dran. Da wird schon wieder was von besetzt. Die Schwert jetzt noch da. Im Krieg heimkehren. Schiff ist gesunken. Schiff ist gesunken. Ja, Goldküste, ne? Alles weg. Tja. Das läuft gerade nicht so gut. Euer Land anschauen. Ja, die nehmen gerade alles ein und ich kann da überhaupt nichts gegen tun. Wollen mir keine Gedanken zurzeit machen. Wir können noch Kriegssteuern erheben. Bringt uns aber auch nicht weiter, wie man gerade sieht. 7,59, wir verlieren gerade richtig viel Geld. 14 Leute von der Provence sind da unterwegs. Ja, was wollen wir machen? Können wir nichts machen. Ist gerade irgendwie nicht so toll. Eine Armee. Das nächste. Österreicher freuen sich hier und laufen nebenher. Häfen werden blockiert. Alles nicht so dolle. Tja. Das Ding ist im Untergang gewappnet, ne? Dann sind sie hier drinne. Okay. Ich glaube, wir können auch mal gerade schneller laufen lassen. Bis die uns ganz eingenommen haben, oder? Ein Friedensangebot können wir nur akzeptieren, egal wie es ausgeht. Die überrennen uns sowieso. Ja, das ist unser Land. Und ganz schlecht sieht's aus in dem Sinne. Da können wir zurückziehen. Ein religiöses Ereignis, bringt uns auch nichts. Hier können wir die Diplomatie vielleicht noch verbessern. Die wollen noch nicht mal ein Bündnis momentan mit uns. Beziehungsaktionen, Beziehungen verbessern, geht das? Probieren wir aus. Ja, müsste gehen. Was haben wir hier für welche? Diese Britannia. Da sind wir ganz schlecht zurzeit. Können wir mal die Beziehung auch mit verbessern. Ja, unser Land ist dreigeteilt sogar. 1, 2, 3. Savoy kämpft da gegen Österreich. Oder hier Österreich, ne? Genau. Ja. Wie sieht's mit dem Geld aus? Hier ist die Bilanz super schlecht. Ich glaube, wir können mal hier gerade gucken, dass wir die auch noch loswerden. Okay. Und dann geht's mal hier vorne weiter. Die können wir alle entlassen.
Oder den auf jeden Fall. Ein reisender Spielmann. 10 Prestige bringt's. Wie sieht's jetzt mit dem Geld aus? So, wir sind leicht ins Plus geraten. Tja. Können die beiden noch... Ja, ich denke mal, wir schmeißen die gerade alle raus. Und werden uns finanziell gerade erstmal versuchen zu erholen. Ja. Ach, das ist Österreich, ne? Wir sollten mal uns auswählen. Rivalen haben wir noch. Tunesien ist jetzt schon Rivale, Neapel und England. Oh, jetzt haben sie einen Anspruch auf Toulouse. Das bedeutet auch dann gleich, dass die demnächst uns auch wieder angreifen werden, ne? Sieht gerade richtig schlecht aus. Okay, die Sense können wir gleich noch erforschen. 484, 400, 459. Ja, ach so, wir haben noch hier irgendwie so einen Kommandeur oder so. Den können wir wahrscheinlich auch noch den Entdecker entlassen. Gucken wir mal einmal durch hier. Warte mal, das ist der Conquistador. Das ist der General. Okay, der General geht fliegen. Den Entdecker und Conquistador können wir mal behalten. Der dürfte uns ja nichts kosten, ne? So, wir nehmen 458 an Fahrt auf. Wir haben 54 plus. Müssen aber Darlehen abbezahlen. Noch und nöcher. Ja. 1. Dezember 1520. Wir haben September. Okay, das sollten wir vielleicht noch hinkriegen. Und danach sind es 3 Jahre später, 4 Jahre, 5 Jahre. Okay, das ist... alles irgendwo in einem Rahmen vielleicht machbar. Aber insgesamt gesehen sind wir doch hier schon am Ende, oder? Naja, wir wollen sehen, wie es weiterläuft. So, 480, irgendwas bei 84. Ja, gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.